Dann machen wir mal 250 Meilen. Das ist nicht gerade wenig. Also sind mehr als vorher. Mehr als vorher? Ja, mehr als vorher. Du heiliger Bimbam. Scheinbar waren gerade die Schranken unten. Mal gucken, diese Tour machen wir bald noch, vielleicht noch eine danach. Mal schauen. Immer wieder schön mit Bunnymöcken zu fahren, die eine wirkliche Hitbox haben. Wenn man einfach nicht durchglitscht durch die Gleise. Einfach weil sie keine Hitbox haben. Und nur Deko sind. Great Set und nochmal dasselbe Spiel. Aber das werden wir öfter haben. Wir haben ja unseren Stammsitz zumindest in Los Angeles. Damals war das, glaube ich, random bei Los Angeles. Diesmal hätte es random bei Bakersfield gedings. Aber ich habe nochmal Los Angeles ausgewählt, weil es ja auch die Erststücke war, die wir gehabt haben. Also von Los Angeles nach Austin war es, glaube ich. Oh. Was ist hier jetzt? Und 88 übersprungene Frames, auslassene Frames. Nicht schlecht. 0,0%. So gefällt es mir am besten. Über Bakersfield wollten wir, ne? Bakersfield war es Bakersfield? Ja, es war Bakersfield im rechten Sinne. Das war es, glaube ich, gewesen. Ey. Immer so dichter auffahren müssen. Das ist auch immer die Zoll. Wir werden es glaube ich nie erfahren. Hätte ich Deutschland gehabt, glaube ich. Also, jetzt noch.
ins Gesicht zur Stelle gewiesen ist, dann habe ich mich da versehen gehabt. Da habe ich drauf geschlafen. Kein Kommentar. Okay, beste Strecke ist auch nicht das Richtige. Ich muss einfach mich versuchen dran zu erinnern, dass ich hier nicht durchfahren möchte. Ist belastend gewesen. Kannst du noch 167 Meilen? Noch keine neue, ich habe noch keine umgelichtet, das war noch recht viel. Da gehe ich mal davon aus. Das wäre in einer halben Stunde was anderes, wenn es kommt. Schon mal gut, das heißt, das Internet von da aus funktioniert wieder. Das ist der Upload. Und das Internet. Interessiert, ob es so eine Art Mod gibt, wo die KI eigentlich wird einem, also dass so einen gewissen Prozentsatz, also dass ich einmal auch ein geil welcher das ist, dass dann die KI dir quasi Licht übergibt, wenn du das hast. Oder gibt es das im Laufe der Zeit sogar schon hingehen? I don't know, das wäre aber eine coole Sache, also
falls es das nicht gibt. Und wenn sie einem, wenn sie nicht abbremsen würden, das wäre natürlich auch sehr geil. Wenn man die irgendwie überholen muss. Der Bus, der ist ja schon wieder am Arsch der Welt, weil wir an ihm vorbeigefahren sind. Das ist relativ ungeil. Ist ja in der Realität in der Regel nicht auch nicht so. So. Wobei die Nachricht könnte man noch kommen. Sollte mir nicht zu früh freuen. Oh, ja, doch schon. In gewisser Weise, oh oh. Vorne Münden, ich hab's vergessen. El Centro. Oh, okay. Sogar ein Custom Prefab. Hervorragend. Oh, hat eine Baustelle. Aber. Immerhin was Neues.
irgendwas wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht mehr, was es war. Jo, das ist. Ja, läuft. Ich glaube, ich wollte sagen, unser Tag beginnt wieder von vorne. Glaube ich. Eigene Scheiße. Da durch den Island durch. Weiteren Unfall. Neben einem Unfall. Zentrum, ich meine, wir sind ja eigentlich wenige Meilen von Neise entfernt. Also. Irgendwie auch 120 Meilen im Kopf. Ja, gut. Auch nicht allzu weit. Na, also für amerikanische Verhältnisse. Sein Kollege scheinbar schon zuschauen hat. Jetzt auch mit in El Centro. Wunderbar.
Ach ja. Bin ja gespannt. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, was für ein Dings das war. Was für eine. Oder doch nicht. Obwohl, ja, doch. Nichts hätte, sondern einen Tee. Hervorragend, 251 Meilen waren es dann doch. Knapp 6 Stunden, 53 Gallen. 7781 Dollar. Und klar, uns sind Herausforderungen mittlerweile Level 3. Heißt, wir gehen auf hochwertige Fracht. Heißt, ja, da ich das Ganze erstmal nicht beenden werde. Haben wir welche heute schon mal geschafft. Gefahrentransport, die Krepan, gut für Dynamit, Feuerwehr, Körper oder Munition, Fernfahrten bis zu 400 Meilen mit 5% höhere Vergütung über 250 Meilen und ebenso 50% mehr für Anspruchte. Und hochwertige Fracht, Aufwärtsangebote für hochwertige Fracht freigeschaltet und plus 5% höhere Vergütung für ausliefernde hochwertige Fracht und plus 18% Anspruchte. Ach ja, Wachsen kommt erst noch und danach kommt was mit den LKWs. Mit dem Spitzhackentransport.